Im Grunde warten die Märkte seit Tagen, wenn nicht gar seit Wochen auf dieses Ereignis heute, nämlich die FED-Sitzung und die anschließende Pressekonferenz von Jerome Powell. Und ich will in diesem Video mal versuchen, ein bisschen zusammenzufassen, kompakt zusammenzufassen, worauf zu achten ist, was wichtig ist, worum es eigentlich geht, wo die zentralen Botschaften, die zentralen Codes sozusagen der FED liegen werden. Notenbanken sind ja wie Rätsel, die drücken sich hier teilweise in kryptischen, kodierten Sätzen aus, und das werde ich versuchen, so ein bisschen auf den Punkt zu bringen in diesem Video. Alles, was Sie also über die FED wissen müssen, was wird die Message sein? Wir werden hier wieder dann die Pressekonferenz sehen, wo Jerome Powell nach wie vor nicht live zu sehen sein wird, physisch, sondern eben hier praktisch vor dem Rechner sitzend. Und es sind nach wie vor drei Fragen, die wichtig sind. Was ist mit der Inflation? Die hat Powell ja und die FED insgesamt runtergeredet. Das wird nicht schlimm, das wird noch vorübergehend sein, dann wird es wieder besser, weniger also. Dann wird die Frage sein mit diesem Supplementary Leverage Ratio Relief, also wird das verlängert, wird diese Maßnahme verlängert, die faktisch den Banken mehr Eigenkapital ermöglicht hat, respektive eine Schonung ihres Eigenkapitals, weil sie Staatsanleihen im Prinzip ausklammern konnten von ihren Assets. Das wird die zweite Frage sein. Die dritte Frage wird sein, wird man etwas tun gegen die steigenden Anleiherenditen? Ja oder nein? Bisher hat die FED sich da relativ entspannt gezeigt, und wir schauen uns jetzt mal die zentralen Punkte an. Da ist zunächst mal das, was die Märkte fürchten. Inflation, das zeigte die gestrige Umfrage der Bank of America, Inflation und ein sogenanntes Taper Tantrum, also dass man Angst hatte am Anleihemarkt, dass die FED eben die Anleihekäufe zurückfährt, Richtung Null zurückfährt, damit sozusagen die Renditen steigen, weil letztendlich der große Nachfragefed nicht mehr am Markt am Start sei. Und hier mal eine Einschätzung von JP Morgan, was heute eigentlich wichtig ist. Und JP Morgan sagt, es sind die sogenannten Dot Plots, also diese Projektionen, diese Vorstellungen der Fed-Mitglieder, der einzelnen stimmberechtigten Fed-Mitglieder, wie denn eigentlich der Zinssatz in der Zukunft aussehen wird. Und da malt man so Pünktchen hin, werden Sie gleich sehen. Und hier sagt JP Morgan, das Entscheidende wird sein, ob da eben für 2023 schon die erste Zinsanhebung gesehen wird durch die Mitglieder der US-Notenbank. Das wird sozusagen der entscheidende Punkt sein. Ansonsten wird die Fed natürlich wieder sagen, ja, wir warten auf Vollbeschäftigung, wir warten darauf, dass die Inflation anzieht. Das wird so die ganze Message sein. Deswegen werden wir nichts tun, bis das passiert. Erst wenn das passiert, bla bla. Wir kennen diese Texte, dieser Supplementary Leverage Ratio Relief, den wir jetzt auf der Agenda haben, diese Maßnahme, die ja im April ausläuft. Also irgendwann muss die Fed jetzt in den Quark kommen. Entweder sie verlängert das und damit würde dem System Liquidität erhalten bleiben, die Banken, so muss es heißen, könnten dann eben schön und kräftig diese Liquidität einsetzen zu Käufen von Staatsanleihen, von Aktien etc. Oder das wird nicht passieren. Das wird die entscheidende Frage mit heute sein. Wird also Jerome Powell den Aktien wieder nach oben helfen, ja oder nein? Und wir haben dann die sogenannten Projections, also die Erwartungen der Notenbank für Wachstum und Inflation. Schauen wir uns hier mal die letzte Sitzung an aus dem Dezember. Dann sehen wir, wir haben hier eine Wachstumserwartung für 2021 von 4,0% und eine Inflationserwartung von 1,7%. Kerninflation auch 1,7% und Arbeitslosenquote 5,5%. Aber das sind eben auch zwei Elemente, die der FED zur Verfügung stehen. Wird sie jetzt die Inflationserwartungen anheben? Wird sie also sagen, ja, die Inflation, die wird höher sein? Ja oder nein? Das wäre schon ein Steuerungssignal, eine Steuerungsapparatur für die FED sozusagen, indem sie die Inflationserwartung nicht anhebt. Da würde sie weiter signalisieren, Leute, entspannt euch, mit Inflation haben wir kein Problem, auch wenn die Mehrheit der Investoren das anders sieht. Und wir haben eben dann die Wirtschaftsprognose, und da wird die FED eben nach oben gehen müssen. Auch hier ein zentrales Signal, wie hoch geht sie nach oben? Der Konsens in Sachen US-Wirtschaft für 2021 besteht so um und bei 7% derzeit, 7,0%. Manche drüber, manche drunter.
Also da wird sie mit einer 4,0 nicht mehr durchkommen. Das wird eben das Entscheidende sein. Jetzt Wachstum und Inflationsausblicke der Fed neben den sogenannten Dotplots. Und die wollen wir uns mal anschauen. So sieht das aus. Das sieht ein bisschen kryptisch aus für diejenigen, die sich nicht mit solchen Dingen beschäftigen. Jedenfalls sehen wir, da hat für das Jahr 2022 einer einen Zinsschritt vorausgesagt. Das ist dieser Punkt hier in dieser Spalte 2022. 2023 sieht das schon ein bisschen anders aus. Und longer term, hier ganz rechts, sehen wir, sieht die Fed die Zinsen dann knapp über 2%. Naja, werden wir das jemals sehen. Das ist die Konsenserwartung jetzt für diese Dotplots bei dieser Sitzung. Da sehen wir, da wird sich schon was ändern. Da werden also sozusagen mehr jetzt, das sind diese Dotplots für 2023, ausschließlich für das Jahr 2023, wird also mehr schon jetzt in Richtung Zinsanhebung tendieren. Da dürften also ein paar Kugeln letztendlich dazukommen für höhere Zinssätze. Die Investoren gehen ohnehin davon aus, dass die Fed gezwungen sein wird, hier schneller zu handeln, als sie es bisher zugibt. Das zumindest ist die Konsensmeinung oder die Mehrheitsmeinung, könnte man sagen. Hier sagt FX Macro, das ist schwierig für die Fed eben dovish zu sein, weil die Märkte so ein bisschen hinter die Kulissen blicken und sagen, Leute, erzählt uns doch keinen Nonsens, erzählt uns doch keinen Unsinn. Und das wird eben die Schwierigkeit sein, jetzt heute für Jerome Powell, vor allem in dieser Pressekonferenz, wo man ja auf Fragen reagieren muss. Er muss auf der einen Seite seine Wachstumsprognose raufnehmen, wahrscheinlich auch seine Inflationsprognose, auf der anderen Seite aber sagen, naja, Inflation ist kein Problem. Dann die Frage, wie hältst du es mit den steigenden Renditen? Kein Problem? Ja, nein. Das sind eben diese Fallstricke, in denen sich oder zwischen denen sich Jerome Powell bewegt. Hier sagt zum Beispiel Bank of America, wir sehen Aufwärtspotenzial für den Dollar und auch für die Renditen. Denn die Fed wird jetzt nicht wirklich agieren, wird nichts gegen diesen Anstieg der Renditen tun, eben weil man sich sagt, okay, das ist ja gesund, weil die Wachstumserwartungen eben gestiegen sind, dann steigen halt auch die Renditen. Das ist die Einschätzung der Bank of America. Dann haben wir noch Einschätzungen der Rabobank, die sagt, ja, das wird eine richtig schwierige Geschichte, wie man das hier verkaufen soll. Und das Problem ist, ja, also der Anstieg der Renditen, das wird jetzt nicht sofort der Wirtschaft schaden, aber es hat dann eben doch Dominoeffekte früher oder später. Und jetzt ist die Frage, versucht man jetzt frühzeitig sozusagen zu agieren, wie mein Geschichtsprofessor, der mir das Handwerkszeug beigebracht hat, immer gesagt hat, man muss notwendige Grausamkeiten möglichst früh begehen. Und hier ist eben die Frage, wird die Fed jetzt sozusagen schon mal, naja, ein Stück weit vorauseilen und sagen, okay, das machen wir jetzt einfach. Präventiv ist das richtige Wort hierfür, also praktisch einen Präventivschlag machen, um da einfach mal den Deckel drauf zu kriegen, oder muss man, sagt man jetzt nichts und muss dann wahrscheinlich später reagieren, das wird die große Frage sein. Goldman Sachs wiederum beschäftigt sich schon mit der Frage, ja, wie schaut es denn aus mit dem Tapering, was wird da passieren, das ist ja das, was die Märkte als erstes erwarten, vor einer Zinsanhebung, dass also die Fed die Anleihekäufe senkt und dann in Richtung Null führt, also praktisch aus der ganzen Geschichte rausgeht, und man sagt hier, ja, also die Fed wird ein bisschen toleranter sein, auch wenn die Renditen steigen, weil die Financial Conditions nach wie vor sehr, sehr locker sind. Und jetzt eben, und das ist der entscheidende Punkt hier, diese Stimulus-Schecks noch kommen. Heute dürften die großen amerikanischen Banken dann diese Stimulus-Schecks verschicken. Einige, viele Amerikaner haben es schon bekommen, aber die Mehrheit dürfte jetzt in den nächsten Tagen das bekommen. So sehen diese wunderschönen Schecks aus. Also eine JP Morgan, eine Bank of America, das sind die Banken, die heute diese ganze Geschichte auszahlen. Und jetzt haben wir den anderen Schwerpunkt Inflation. Wie wird es wirklich mit der Inflation? Wir sehen hier die sogenannten 5-Year Break-Evens, also die Märkte, die einpreisen, wie die Inflation sich zukünftig entwickeln wird. Die sind auf einem neuen Hoch seit der Finanzkrise, 2,64%, so die Inflationserwartung. Wir sehen hier in dieser Grafik, dass das hier eng gekoppelt ist an die Entwicklung des Ölpreises. Unten die blaue Grafik ist der Ölpreis, oben sind die 5-Year Break-Evens. Also wir sehen, der Anstieg der Ölpreise hängt zusammen mit dem Anstieg der Inflationserwartungen, obwohl Öl nicht mehr ganz so wichtig ist, wie es noch vor ein paar Jahren war. Ich versuche mal diese Grafik hier, ist die vielleicht ein bisschen zu weit auf der falschen Seite, gell? Versuche ich ein bisschen rüber zu schieben. Jedenfalls sehen wir hier den Macro Surprise Index der Citigroup.
und sehen hier, dass die Daten in letzter Zeit ja nicht mehr so toll waren. Wir hatten gestern die Einzelhandelsumsätze eher schwach, vielleicht auch wetterbedingt in den USA. Der Süden, Texas, war ja gefroren geradezu mit viel Schnee etc., auch andere Bundesstaaten. Wir hatten gestern die Industrieproduktion aus den USA schwächer. Also ist jetzt sozusagen der Hochpunkt des ökonomischen Optimismus schon vorbei? Das ist die große Frage, die sich hier stellt. Und jetzt eben die Frage, wie wird dann Jerome Powell agieren heute? Vielleicht schreibt er ein Buch, Leadership Lessons from a Rising Rate Environment, also praktisch Lektionen über eine Marktsituation, in der die Renditen steigen. Und ich habe Ihnen jetzt mal verschiedene Auffassungen über das Thema Inflation mitgebracht sozusagen, also wie unterschiedlich doch die Einschätzungen sind. Hier sagt zum Beispiel der Bridgewater Coast CIO, wir stehen vor einer Inflationsspirale, das ist praktisch ein secular change, also eine Jahrhundertveränderung, ein richtiger Gamechanger, der hier stattfindet. Und das wird dazu führen, dass die Fed praktisch früher, als sie es selber jetzt noch glaubte, reagieren muss. Das sagt also Bridgewater. Jetzt sagt Ähnliches auch Bill Gross. Ich sehe die Inflation nach oben gehen bis auf 3-4% und shorte deswegen die 10-jährige US-Staatsanleihe, sagt Bill Gross, ehemaliger Chef von PIMCO. Der sieht deswegen praktisch höhere Renditen, shortet also die Anleihe, wenn man die Anleihe shortet, also wenn man auf fallende Kurse der Anleihe setzt, dann setzt man faktisch auf einen Anstieg der Renditen. Aber jetzt kommt zum Beispiel Guggenheim Investments, ein sehr renommiertes Haus in den USA. Wir glauben, dass die Befürchtungen in Sachen Inflation völlig überzogen sind und dass die Risiken eher dahingehend sind, dass die inflationären Kräfte sich sehr bald so stark abschwächen, dass die deflationären, übergeordnet wirkenden Kräfte bald wieder die Oberhand gewinnen. Dementsprechend sieht man fallende Anleiherenditen. Also das ist so ein bisschen die Dialektik, das Spektrum, in dem man sich bewegt. Nicht alle glauben, dass die Anleiherenditen nach oben müssen, weil die Inflation anzieht. Die Fed ist ja auch eher in diesem Lager, die sagt, ja, wir werden so ein kleines Überschießen mal haben der Inflation, aber das wird dann schnell wieder weggehen. Und die Frage ist, eben wird das passieren, ja oder nein. Das wird auch für die Aktienmärkte das Relevante. Hier mal die verschiedenen Sektoren aus dem S&P 500, wie sie gestern performt haben. Wir sehen wieder Energie sehr, sehr schwach. Da ist ein bisschen der Wurm drin. Das war ja der große Gewinner seit Jahresbeginn oder seit der ganzen Impfgeschichte im November. Financials wieder schwach. Also wir sehen, die Banken kommen ein bisschen zurück, vor allem die ja neue Allzeithochs erreicht hatten. Also diese beiden Sektoren Energie und Financials sehr, sehr schwach gestern. Dagegen der stärkste Sektor, mit der stärkste Sektor neben Communication Services ist Information Technology gewesen. Der Nasdaq gestern nach oben gegangen, aber wenn wir uns diesen Nasdaq mal hier anhand des Triple Q, dieses maßgeblichen ETFs anschauen, dann sehen wir, wir sind jetzt ziemlich genau auf diesen Widerstand, an diesen Widerstand gelaufen, sind davon erstmal nach unten geprallt mit einer nicht so hübschen Kerze, wie wir hier in einem Chart von Michael Silver sehen. Und die Frage ist jetzt, wenn wir über diesen Widerstand kommen, dann hätten wir praktisch eine inverse, eine umgedrehte Schulterkopf-Schulter-Formation, dann könnten wir neue Allzeithochs sehen. Wir sind ziemlich genau dann auf maßgebliche Fibonacci-Retracements auch gelaufen. Also wenn der Nasdaq über diesen Widerstand rüberkommt, dann werden wir mit nicht geringer Wahrscheinlichkeit neue Allzeithochs sehen, auch in diesem Index, der ja zuletzt bis auf die letzten Tage eher schwach performt hat. Auf der anderen Seite, wenn wir nicht drüber kommen, dann droht Ungemacht, dann könnte es das schon gewesen sein als technische Korrektur in einem bestehenden Abwärtstrend. Und vielleicht in Sachen Technologie auch noch hier wichtig, Samsung hat jetzt heute Nacht vor Serious Imbalances bei Semiconductors, also bei Halbleitern, gewarnt. Man sei also möglicherweise nicht in der Lage, wie geplant, das neue Smartphone auf den Markt zu bringen, schlichtweg, weil man zu wenig Chips hat. Es gibt ja da ein Shortage, also praktisch einen Mangel an Chips, ausgehend von China vorwiegend. Aber die Aussage ist insofern auch bedeutend, weil Samsung selber in der Lage ist, eben Chips herzustellen. Und wenn jemand, der selber schon Chips herstellt, Probleme hat, dann können wir uns vorstellen, wie es für andere Technologieunternehmen ist, die diese Chips nicht selber herstellen, gleichwohl sie in ihren Smartphones aber verbauen. Also das wird ein interessanter Punkt sein. Also das soll es erstmal gewesen sein in Sachen Fed. Die Dotplots extrem wichtig, Wachstumsausblick sehr wichtig, Inflationsausblick sehr wichtig und dann eben, naja, dieser schmale Grat, auf dem sich Jerome Powell in der Pressekonferenz bewegen wird, die werden wir ab 19:30 Uhr kommentieren mit einem
meinem Live-Feed werde ich praktisch permanent die wichtigsten Headlines von Jerome Powell dort skizzieren und auch sagen, was bedeutet das eigentlich, was meint der Typ jetzt eigentlich mit der Aussage. 19 Uhr dann das Statement, zuvor schon also, das werden wir im Wortlaut bringen, die wichtigsten Punkte dann auch nochmal da skizzieren. Das wird bedeuten, dass das Marktgeflüster heute ein bisschen früher kommt, also vor der FED-Entscheidung um 19 Uhr, das heißt heute etwas früher das Marktgeflüster, dann erst das FED-Statement, die Entscheidung der FED und 19:30 dann eben die City-Pressekonferenz von Jerome Powell und eine größere Einordnung dann morgen im Videoausblick, was der Jerome eigentlich gesagt hat oder heute nicht gesagt hat. Gell, das wäre es jetzt erst einmal. Ich wünsche einen wunderbaren Tag Ihnen und sage Servus und Ciao.